David Gabra, Sie sind jetzt seit dem 1. Februar Pfarrer hier in Kettwig. Stellen Sie sich doch erstmal vor. Ich bin David Gabra, ich komme ursprünglich aus Ägypten. Dort habe ich Theologie studiert und vorher Soziologie studiert. Und wir haben auch ein Projekt Gemeinde am Roten Meer angefangen und dort die erste evangelische Kirche am Roten Meer gegründet und aufgebaut. Das war eine sehr gute Zeit für mich. Meine Gemeinde dort am Roten Meer war auch international. Da damals 7000 deutsche Einwohner im Hurghada gelebt haben. Und die Gemeinde am Hurghada war von Anfang an internationale Gemeinde. Und meine Frau, Eva Gabra, sie ist auch eine Pfarrerin und sie hat mit mir in Ägypten gearbeitet als Pfarrerin im Ausland im Rahmen der EKD. Und dort hat sie auch die deutsche evangelische Gemeinde im Roten Meer gegründet und geleitet. Das ist dann auch Ihr Bezug zu Deutschland, wie Sie nach Deutschland gekommen sind. Genau so. Ich interessiere mich immer an die deutsche Theologie. Und durch meine Studiumzeit habe ich viel über Dietrich Bonhoeffer gelesen. Und im 2006 ist Eva, meine Frau, nach Kairo gekommen ist für ein Semester interreligiöser Dialog in Kairo zu studieren. Und sie hat ihr dieses Semester absolviert. Und dort haben wir uns kennengelernt. Und 2007 bin ich hier gekommen und ich habe über Dietrich Bonhoeffer recherchiert und das hat mich sehr beschäftigt in dieser Zeit, wie können wir die Theologie von Dietrich Bonhoeffer in unserer Situation im Nahen Osten heute lesen und verstehen mit dieser politischen und sozialen Verantwortung. Das hat mich sehr beschäftigt. Dann haben wir uns kennengelernt und wir sind geheiratet im 2009 und später ist sie zu mir gekommen und wir haben zusammen am Roten Meer 5 Jahre gelebt und zusammengearbeitet. Sie sind jetzt seit dem 1. Februar hier in Kettwig, ist aber nicht Ihre erste Station in Essen. Richtig. Wir sind im 2014 nach Deutschland, nach Essen gekommen, weil Eva ihre Probedienste hier in Deutschland im Rheinischen Kirche absolvieren musste. Und ich bin nur gekommen vor ein Jahr. Ich habe einen Urlaub von meiner Gemeinde im Hurghada genommen und ich habe gedacht, okay, jetzt ist meine Zeit, Deutsch zu lernen. Das war immer mein Traum. Ich möchte immer meine Doktorarbeit hier machen und ich möchte gerne Deutsch lernen. Wir sind gekommen nur vor ein Jahr und wir waren involviert im Weigelhaus von Anfang an. Und nach 6 Monaten wurde ich gefragt, ob ich hier mit der Evangelischen Kirche im Rheinland arbeiten wollte. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich probiere das mal. Ich habe meine Probedienste gemacht im Harzopf, in der evangelischen Kirche im Harzopf und im Weigelhaus. Und nach meiner Probedienstzeit bin ich im Weigelhaus noch 3 Jahre geblieben, weil durch meinen Probedienst haben wir ein neues Projekt ins Leben gerufen, interkulturelle und internationale Gemeinde im Weigelhaus im Rahmen der evangelischen Kirche im Rheinland als personale Gemeinde. Und ich habe das Projekt geleitet für 2,5 Jahre und dann ab 1. Februar bin ich hier im Kettwig tätig. Was haben Sie sich vorgenommen? Was wollen Sie von Ihnen, von Ihrer Persönlichkeit, von Ihren Erfahrungen einbringen? Ich verstehe meine Aufgabe und meine Arbeit hier in der evangelischen Kirche im Rheinland als Brückeaufbau zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Theologien, zwischen verschiedenen Sprachen.
Und ich denke, das bereichert unsere Erfahrung heute als Gemeinde. Wir leben heute hier in Deutschland in sehr vielfältigen Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat sich verändert hier. Und die Kirche muss diese neue Situation heute reflektieren, dass wir auch vielfältig hier als Kirche. Eine neue Situation ist auch, dass immer mehr junge Menschen sich von der Kirche entfremden. Sie haben Familie, sie setzen andere Prioritäten, gehen zum Beispiel nicht mehr in den Gottesdienst oder haben auch so mit der Kirche nichts mehr am Hut. Was denken Sie, was kann man da machen, um das zu verändern, vielleicht rückgängig zu machen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und diese Frage liegt immer in meinem Herz. Wie können wir die jungen Leute, die jungen Familien heute als Gemeinde, als Kirche erreichen? Wir müssen nachdenken, welche Sprache sprechen wir in der Kirche? Ob unser Gottesdienst heute ansprechend ist für die jungen Leute und für die jungen Familien, ob unsere Gottesdienste freundlich für kleine Kinder. Wir müssen nachdenken, was machen wir heute und was ist unser Ziel? Behalten wir unsere Tradition und unseren klassischen Gottesdienst und unsere klassischen Arbeit oder sind wir bereit, was zu bewegen und was zu verändern? Zum Beispiel anderen Formen von Gottesdienst in ungewöhnlicher Zeit für die jungen Familien und die jungen Leute, früh am Morgen oder spät am Abend. Sind wir bereit auch, dass wir mit den Jugendlichen unterwegs sind, mit den Fragen für junge Erwachsene, welchen Weg gehe ich jetzt, welche Arbeit arbeite ich jetzt oder welches Studium mache ich jetzt, ist die Gemeinde involviert auch, können wir die jungen Leute erreichen und mit ihnen sprechen über, was sie beschäftigt. Das beschäftigt mich sehr. Glauben Sie, dass die Interessen der jungen Menschen und die Interessen der Kirche zusammengebracht werden können? Natürlich. Wir müssen. Sonst haben wir kaum Chance, als Kirche zu bleiben. Wir müssen jetzt nachdenken und was bewegen. Ich denke, die Landessynode hat einen super und guten Schritt genommen, als wenn sie ermöglichen, anderen Formen von Gemeinden aufzubauen, anderen Formen von Pfarrstellen anzubieten. Wir müssen uns auch als Gemeinde vor Ort nachdenken und gucken, was können wir heute machen.